Astrolix, willkommen back auf meinem YouTube-Channel hier. Neues Video, neues PC-Bild. In dem Fall ist es ein PC-Bild angelehnt ans Astrolix Phantom Gaming Design. Hat eine Weile gedauert, ich baue schon eigentlich eine ganze Weile daran, musste ein bisschen warten auf die ganzen Teile, die ich so habe anfertigen lassen, weil ich halt so wenig selber machen kann, aus Platzgründen. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes draus zu machen. Ja, wenn ihr Fragen habt, kommentiert das einfach unter dem Video. Ich erzähle bloß mal kurz noch, was jetzt hier so drin steckt. Ja, erstmal bedanke ich mich bei meinen Supportern hier für den Support mit diversen Teilen. Bei ASRock fürs Mainboard, bei AMD für den Prozessor, Teamgroup der Arbeitsspeicher und die SSD, EK Waterblocks für die Wasserkühlungskomponenten und natürlich Cooler Master für das coole Gehäuse und Netzteil. Und natürlich beim Sven von Steelkill Customs, der mir natürlich wieder mal einen schönen Auslesbehälter hier bzw. Distribution Plate angefertigt hat. Ja, würde ich sagen, erzähle ich schnell, was ist hier verbaut. Hier ist drin ein Ryzen, AMD Ryzen Threadripper 1950X, 32 GB Teamgroup Excalibur, eine Radeon 7 mit 16 GB HBM2, eine 500 GB Teamgroup Delta RGB SSD. Hier steckt noch eine 500 GB NVMe SSD drunter, eine Fusion P1. Dann natürlich hier die kompletten Wasserkühlungskomponenten, Velocity, Threadripper Kühler, CPU Kühler, EK Vector, GPU Kühler, die neuen Quantum Fittinge, die neuen Top Fittinge aus der Quantum Line mit entsprechenden Winkelstücken. Satinierter Alpha Cool Icewater Tubes hier in dem Fall. Und natürlich, ja, Cooler Master H500P Mesh-Gehäuse, die Phantom Gaming Brand und das Cooler Master V1000 Netzteil. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anschauen und ja, würde sagen, es geht los. Oh,